So, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch einmal, wie ihr das Steuergerät für Xenon anlernen könnt, wenn ihr das zum Beispiel ausgetauscht habt, weil es defekt war oder ihr habt neu gekauft, gebrauchte gekauft, wie auch immer. Dann könnt ihr das einmal per VCDS kodieren. Dazu machen wir natürlich einmal den Anschlusstest, wie immer. Gehen dann einmal in die Steuergerätauswahl und in das Steuergerät 55 Leuchtweitenregulierung. Wenn ihr da reingeht, dann fahren im Normalfall die Xenon-Scheinwerfer einmal kurz hoch und runter. Das hört man auch akustisch. Und anschließend geht ihr auf Punkt 07 Kodierung. Und hier könnt ihr jetzt einfach nur einmal eingeben, was ihr für ein Fahrzeug habt. In diesem Fall ist es ein ein Audi A4 8e. Das heißt ganz normal. Wäre das jetzt die Kodierung 00060, wie sie hier auch drin ist. Wenn ihr zum Beispiel ein A6 habt als Quattro oder auch als Frontantrieb, das ist halt wichtig durch diese Gewichtsverteilung und sowas alles und deshalb auch die Leuchtweite immer neu kalibriert wird, gibt ihr da zum Beispiel 000401 für Front oder 00050 für Quattro. Das Ganze übernimmt ihr dann halt einfach. Das Ganze geht ja auch für Audi, für Skoda, für VW. Ihr seht das ja selber. Geht auf Übernehmen und die Kodierung wird soweit übernommen. Ihr hättet dann hier noch den Punkt Anpassung. Hier könnt ihr jetzt nochmal die Warnlampe und sowas alles nochmal kalibrieren etc. pp. Hier habt ihr zum Beispiel die Warnleuchte. So, wenn das aus ist, könnt ihr damit zum Beispiel die Warnleuchte auch ausschalten. Das heißt, wenn da irgendwas kaputt sein sollte oder sowas, wird keine Warnlampe auftauchen. Ja, das war es eigentlich im Prinzip schon. Ihr könnt hier sonst noch ein bisschen durchschauen, was da noch geht. Aber so habt ihr das zumindest einmal schon mal angepasst an euer Fahrzeug, wenn es zum Beispiel Steuergeräte sind von einem Passat oder sowas etc. Ja, das ist einmal wichtig, dass ihr das macht. Damit war es das schon. Ihr könnt im gleichen Zug natürlich auch gleich über die Grundeinstellung die Scheinwerfer neu einstellen. Wie das geht, verlinke ich euch jetzt nach oben und einmal ans Ende des Videos. Und ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.